Hollywood has great expectations for this young woman from Berlin. Germany's up-and-coming star is moving ahead. Hey Freunde, ich bin Helena Zengel, 12 Jahre alt und bin Schauspielerin und in meinem letzten Film habe ich mit Tom Hanks gedreht. Helena played the orphan Johanna Leonberger in the Western News of the World, who grew up with the Kiowa Native American people. One day, she meets Captain Jefferson Kyle Kidd, played by Tom Hanks. The German schoolgirl hadn't met the American actor until shooting had already started. Das erste Mal habe ich ihn getroffen, da war ich im Make-up-Trailer und ich wurde gerade fertig gemacht. Weil eigentlich sollten wir uns noch später sehen und dann kam er quasi einfach so rein und ich war nicht darauf vorbereitet und meinte so, hello, I'm Tom Hanks. Und das war so sehr overwhelming und also ich wusste auch in dem Moment nicht, was ich sagen sollte und da mussten wir auch sehr lachen. Helena even learned the Kiowa language for her role. Ongopi. Buffalo. See that bird? Guto. Guto? Guto. Wir hatten 6 Wochen Vorlaufzeit in New Mexico, bevor der Film begann. Und dann hatten wir noch 3 Wochen, wo ich Kiowa-Training hatte. Jeden Tag 1,5 Stunden nach der Schule. Und das war mir auch so wichtig, dass ich eben genau lerne, worum es da geht. Und dass sie eben quasi eigentlich in einem Kreis hängen, als wir in einer geraden Linie. Und auch deren Kultur. You can certainly handle a horse. One skill she didn't have to learn was how to ride a horse. She's been doing that since age 4. On that score, she was even quite a bit ahead of her screen partner. But she also learned a great deal from Tom Hanks. Er gibt ja auch immer den Tipp, dass man pünktlich sein soll, seine Texte können soll und zu jedem nett sein. Und dass man auch seinem Schauspielpartner immer viel Hilfe anbietet. Zum Beispiel in der letzten Szene, wo wir beide geweint haben, hat in jeder Szene neu geweint, so nur damit ich das kann. Und das fand ich schon echt krass, dass er das auch jedes Mal so weiter kann. Helena already has an impressive acting career behind her. She first stood in front of a camera at age 5. She landed her first lead role in a feature film at age 9. Early on, she tackled some extremely challenging parts. Helena made a splash with System Crasher, impressing audiences with her raw energy. She played 9-year-old Benny, a severely traumatized, out-of-control girl. Mama! 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 A number of scenes proved extremely challenging. Zum einen muss man sich einfach immer denken, egal, es steht im Drehbuch und die Regisseure wollen das so und das macht die Rolle aus und dann einfach machen. Ich bin Schauspielerin und ich mache das als Beruf, weil das dann in einen Film kommt. Und ich finde, wenn man die Leute gut kennt und man auch darüber lachen kann, dann ist das halt auch nicht mehr so unangenehm. The drama won critical acclaim and over 40 awards and the German Film Award for Best Actress went to. Für die beste weibliche Hauptrolle geht an Helena Zengel in Systemsprenger. Oh mein Gott. The role became Helenas breakthrough for her international career. Unser Regisseur Paul Greengrass hat mich auf der Berlinale 2019 gesehen und meinte immer zu seiner Assistentin, also look what she can do with her eyes und also schau, was sie mit ihren Augen machen kann und fand es so overwhelming und hat mich dann zum Casting eingeladen nach Berlin und dann nach London und dann wusste ich, dass ich die Rolle habe. Helena spent 3 months in the United States to shoot News of the World. In that time, she became close friends with Tom Hanks. Es ist so ein bisschen wie so eine väterliche Operrolle und ist mir einfach wirklich unglaublich wichtig geworden und wir schreiben auch immer noch ganz oft und erzählen uns immer so ein bisschen gegenseitig, erzählt mir von ihm, also das ist wirklich sehr schön, dass wir jetzt so eine gute Verbindung haben, als hätte ich auch am Anfang nicht wirklich gedacht. And what does the future hold? Also mein Traum ist mir selber und den Zuschauern zu gefallen, dass ich einfach tolle Filme machen kann und vielleicht auch nochmal was in der Gesellschaft bewegen kann, verschiedenen Themen wie Systemsprenger. Und außerdem würde ich gerne einen Stern auf dem Walk of Fame haben. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auf dem Boden bleibt und wirklich das aussucht, was man machen möchte.